Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14 Shadowbringers Patch 5.5. Ich bin immer noch dabei, die Widerstandswaffen-Quest zu erfüllen. Werde euch gleich hier nachzeigen, wir farmen gerade Delta mit T1 für eins der Teile ab. Danke, hier auch. Das war ein bisschen zu früh zurück, aber egal. Gib mal den. Okay, und da ist nochmal so ein Teil, was wir für eine der Quests brauchen. Nein! Jetzt habe ich einen ganzen Schrott bekommen, weil da eine aufmachen musste. Den ganzen Schrott wieder wegschmeißen. Okay, ihr seht hier unten rechts schon meine ganze Ansammlung von Gegenständen und ich bin gar nicht mehr so weit entfernt davon, die vier Quests fertig zu machen. Geh mal hier so ein Stück spazieren. Ich habe im Moment fertig die Quest, die man in Alexander Raid fertig machen kann oder in der ersten Zone des neuen Bossia-Gebiets. Immer für das erste Quest-Item muss man die normalen Fates machen und für das zweite Quest-Item muss man immer die Critical Fates, also die, für die man sich anmelden muss, machen. Bei den normalen Fates droppt immer eins, bei den Critical Fates, weil die halt nicht so häufig kommen,
droppen immer zweimal der Gegenstand. Das gleiche gilt für die Bücher, ist aber in der zweiten Zone in dem neuen Gebiet. Das gleiche gilt auch für die Erinnerung, ist aber in der dritten Zone des neuen Gebiets. Das heißt, die ersten Items sind jeweils sehr schnell auch in dem neuen Gebiet zusammengefarmt in Satnor, indem man einfach die ganz normalen Fates über die ganze Map abläuft. Die zweiten dauern halt länger, da die Critical Fates in Satnor natürlich länger brauchen, bis die mal spawnen. Aber dafür gibt es immer zwei Items, das heißt hierfür habe ich 5-mal gemacht, habe 10 Items. Hierfür habe ich 4-mal ein Critical mitgemacht, habe halt die 8 Items schon. Die 30 hatte ich aus Alexander 4 und 6 Stück, das heißt 3 Criticals habe ich so nochmal mitgemacht, um Kumpel zu helfen, weil der da noch den Rank 25 brauchte und wir haben da so ein bisschen geleveled. Und ja, also da noch einmal, dann haben wir 4 von 6 Sachen schon voll. Und das werde ich jetzt weiter in Angriff nehmen. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt das gerade praktisch in jedem Satnoa-Gebiet, in das ich reingehe, ist praktisch komplett voll. Da viele halt doch da jetzt auch angefangen haben, sich zu entscheiden, da drin in dem Gebiet zu grinden. Und trotzdem gibt es genug draußen, die halt durch den Raid die Items grinden. Deshalb mache ich mal so, wie mir jetzt gerade danach ist. Und na, jetzt kommen noch einmal Deltametry 1 für mich. Dann hab ich die 30 Bücher voll. Und dann Deltametry 3 oder 4. Und dann halt Eden 3 oder 4. Da muss ich mir aber überlegen, wie lange Eden 3 oder Eden 4 halt dauert. Gegenrechnung natürlich gegen, wie lange braucht es im Satnoa-Gebiet oben in der dritten Zone, bis da mal ein Critical Fate kommt. Weil so müsste ich halt im Eden-Gebiet natürlich 20 Runs machen gegen, ich müsste im Satnoa-Gebiet Zone 3 halt nur 10 Critical Fates mitmachen. Und genauso das natürlich für die zweite Zone, mache ich jetzt noch 22 Runs Deltametry 4 oder gehe ich in die zweite Zone und mache dort halt 11 Critical Fates mit. Wobei ich natürlich auch wieder warten muss, ob da welche spawnen. Ich hatte Glück bei den Sachen. Ich bin immer so ein paar Mal raus und rein nach Satnoa. Und da waren halt immer ein paar Critical Fates gerade ab. Man konnte sich gerade anmelden. Da habe ich mich sofort angemeldet, habe den mitgemacht, hab das Item natürlich mitgenommen. Ja, okay, unlucky. Hätte vielleicht klappen können, dass gerade ein Critical sucht. Aber ja, ihr seht, es machen so viele hier das Waffenzeug, die einzelnen Instanzen. Zum Glück habe ich alle ausgeblendet. Jo, dann würde ich hier nochmal einen Cut machen. Dann, wenn wir wiederkommen, haben wir alle Items bereit. Wir können alle Quests abschließen und schauen uns den nächsten Questschritt an. Also bis gleich. Okay Leute, ich bin wieder zurück. Und wie versprochen, wenn wir das nächste Mal reinschauen, habe ich alles fertig gefarmt. Ich habe sogar ein paar Sachen ein bisschen mehr. Und dann brauche ich einen Crab nebenbei aus den Dungeons. Ein bisschen der Raids mitgenommen. Und dann geben wir das Zeug doch mal alles ab. Let's go. Mhm.
Okay, also Trash Talk. Also ich will nicht sagen, wir haben den Krieg aber schon beendet, aber die wollen immer noch Waffen craften. Wie konnten die nicht einfach mit Geld bezahlen? Ich habe 3,5 Millionen oder so. Einfach Geld. Dafür mussten wir uns anstrengen. Und die macht genau das Gleiche. Pass auf, 3, 2, 1. Macht auch. Hey, möchtest du nicht exkl... Trash. Alles komplett nicht nötig. Aber ja, bringen wir es mit rein. Hey, machen wir die Cutscenes länger. Leute freuen sich bestimmt. Auch die haben lieber andere Gegenstände, anstatt Geld zu nehmen. Aber du hast alle erforderlichen Materialien um die neue Waffe des Widerstands beim Haus der Wunder. What? Was? Aha. Zur Herstellung der Waffen des Widerstands beim Haus der Wunder eingetauscht. Hä, sehe ich jetzt nicht. Ich habe irgendwelche anderen Leute was gegeben. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe doch gewusst, es kommt noch irgendwas. Ich bin nur der Mittelsmann. Lasst mich in Ruhe. Zieht mich nicht in eure komischen Deals mit rein. Vielen Dank für dein Mögenhaus. Wir haben jetzt fast alles, was wir für die Verbesserung der Waffe des Widerstands brauchen. Gero wird in der Zwischenzeit ebenfalls nicht untätig und hat darüber nachgesonnen, wie wir. Bla bla bla. Ja. Jetzt für Dummies, was muss ich machen? Hier geht's über. Genau. Weil ja, wir müssen unsere Emotionen in die Waffe stecken, damit sie stärker wird. All den Hass. Wir haben alles versucht und doch nichts erreicht. Sie lassen mir keine Wahl. Der Vertrag muss nachverhandelt werden. Was? Oh, das Speichersystem natürlich. Nach einer Analyse der jüngst gefundenen Kristalle konnten die fähigen Mitarbeiter der Galon Metallwerk alle nötigen Anpassungen daran vornehmen. Alle Vorbereitungen für die Parameteranpassung abgeschlossen. Doch zunächst eine Nachricht von unserem Sponsor. Machst du? Ja. Seht ihr? Es ist alles in trockenen Tüchern. Wenn ihr mich nur kurz entschuldigen würdet, ich muss mich noch um etwas Geschäftliches kümmern. Bitte ruf mich. Fett. Seid ihr fertig mit dem Trash-Talken? Ich will meine Waffe. Also Emotionen brauchen wir. Ich hasse das jetzt schon. Reicht das? Ja. So, Auftrag, Waffe des Widerstands. Wahrhaftiger Widerstand. Was ist das denn, ne? Ja. Nee, das ist doch.
sehe nochmal einen langen Grind vor uns. Oder nicht, mal gucken. Emotionsklumpen der Glorie können im Delibum Ena in kritischen Gefechten auf der Satno-Hochebene und im Sturm auf... Die wollen mich verarmen. Oh Gott, danke. Darüber hinaus lassen sich die sich in allen Dungeons der Stufe 70 oder der Himmelssäule finden. Ich habe eben gedacht, ich muss wieder dieses... Ich war schon so kurz davor zu schreien, ganz ehrlich. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste jetzt wieder 15 Raidruns machen. Aber nein, alle Stufe 70 Dungeons. Ich nehme an, man dürfte das nicht an Sync machen. Weil die dumm sind. Entschuldigung. Alles, was 70 ist. Ach Gott, was geht denn da am schnellsten von? Was geht da am schnellsten? Eigentlich müsste es Karkland sein. Weil Karkland ist wirklich nur pures Mobs durchpullen und... Ich werde mal gucken, was die Leute dafür so machen. Dann werde ich mir die 15 Dinger noch zusammensammeln und dann gucken, wie es weitergeht. Also bis 15 mal 20 Minuten. Also es, bei mir wird das heute nichts mehr und ja, mal gucken. Vielleicht Freitag irgendwann. Werdet ihr ja dann sehen. Ciao, Leute. Okay, Leute, wie ihr seht, ich bin im Level 70er Dungeon Höllenspund. Und ich grinde hier den letzten Emotionsklumpen. Wie auch immer das funktioniert. Interessiert uns nicht, aber ungefähr 10 Minuten ist der Run. Alle anderen 70er Dungeons sind länger. Also der ist 10 bis 11 Minuten ungefähr, je nachdem, wie gut die Gruppe ist. Alle anderen sind halt 13 bis 14 ungefähr, deshalb laufen die Leute den Höllensprung. Ich habe natürlich auch versucht, den Emotionsklumpen anders zu bekommen. Ich habe es versucht mit den Critical Fates oder den schwereren Fates einfach, weil man sich anmelden muss. Und da habe ich 8 Stück gemacht und keinen Klumpen bekommen. Was ich sehr komisch fand. Ich habe auch bei allen 8 Mal Goldauszeichnung bei den Fates bekommen. Aber habe nichts bekommen. Die anderen Bossia-Raids wollte ich dafür nicht unbedingt machen. Deshalb habe ich angefangen, halt rumzufragen, welcher ist der schnellste 70er Dungeons, wo es droppt für die Waffe. Und da hieß es Höllenspund. Und da habe ich jetzt die letzten 1,5 Stunden drin verbracht. Gucken. Guck mal, ich überlege gerade, wie man die Dungeon freischaltet. Also ich weiß, dass das die Dungeon ist, damit man sich hier ein paar prima E-Kämpfe freischaltet. Ich weiß aber nicht, ob das eine Side-Dungeon ist oder ob die... Schade, ich war zu langsam. Man kann die Phase hier skippen, man kann den Boss vorher töten, wenn man schnell genug ist. Haben wir leider nicht geschafft. Habe ich aber
paar Mal vorher geschafft, was sehr nice war, denn wir stehen hier jetzt noch einige Sekunden länger rum und warten, bis der Boss mit seiner ganzen Phase durch ist. Wenn man vorher den Kill bekommt, mega gut. Spawne bitte hier. Oh, come on. Wir wollen halt auf der anderen Seite raus. So. Weg frei gemacht. Ja, wir sind viel zu langsam gewesen. Okay, das war das erste Mal, dass er noch so viel Leben hatte. Okay, wir haben jetzt auch kein Baden oder Tänzer oder Mechanisten, der irgendwie Laufspeed-Buff geben könnte zwischen den Encountern. Ja, schade ist, aber sollte trotzdem gut hinkommen. Heiler weiß auch Bescheid. Der Tank, Leben vom Tank ist zweitrangig. Hauptsache, die Mobs geht schnell down. Also Attacken-Spam ist hier erwünscht. Unter 10? Nein, schade. Eck. Kannst du nicht unter 10 schaffen, oder? Ne, sieht nicht gut aus. Und das Schlimmste ist, du musst es halt mit der Klasse machen, mit der du die Quest gemeldet hast. Die Mechanik kann man eigentlich fast komplett ignorieren. Man kann da auch drin stehen bleiben und die Attacken abkriegen. Das macht eigentlich nichts, wenn du das 80er Gear halt hier drin anhast. Ja, mach dein Schild weg, Junge. Also man könnte auch jetzt da drin gestanden haben. Das hätte nichts gemacht. Unter den 10 Minuten. Ich bleibe drin stehen. Und, na, schaffen wir es? Ja. Haben wir geschafft. Nice. Okay. Und damit hoffe ich, dass wir durch sind. Dass wir jetzt nicht noch was anderes machen müssen. Aber jetzt sollte sie uns ja ihre Maschine benutzen lassen. Es sei denn, sie kommt noch mal mit irgendwelchen
Geldtricks um die Ecke. Nicht quatschen, mach. Was machen wir denn jetzt? Ja. Ach komm. Ja, ne? Entschlossenheit, Crit und direkt. Wie gesagt, es ist 6.0 kommt raus und du kriegst sofort eine bessere Waffe. Also nicht sofort, aber ein paar Story-Quests später kriegst du eine bessere Waffe. Es macht jetzt nichts, was du da jetzt reinhaust. Du kannst es natürlich jederzeit nochmal anpassen, wenn du es möchtest. Und jetzt stellt euch vor, eure Waffe sieht gut aus. Nicht wie diese. Ich kann das nicht mehr abbrechen. Tschüss. Auf des Widerstands. Ende der Saga. Wird nie wieder weitergehen. Bestimmt nicht. So. Yes. Anlegen. Stats sehen ganz nett aus, natürlich. Hey. Nur nicht diese dumme Sache, wehe mit, du kannst nicht zweimal den gleichen Ring anlegen, dann hätte ich auch ein höheres Item-Level. Ja. Drücken wir mal Knöpfchen. Er sieht leider trash aus. Machen sie beim Dragoon leider immer wieder. Was soll das? Das sieht aus, als wenn das vom Sith-Luftschiff diese zwei Kissen sind. Was? Hä? Es ist immer so, in einem Teil der Reliktwaffen-Updates sieht die Reliktwaffe gut aus beim Dragoon und im nächsten Teil dann schon wieder nicht mehr. Und das sieht halt leider nicht gut aus. Ist schade, dass sie das wieder einmal versaut haben. Aber Item Level 535.
beste Waffe